Ukrainischer Präsident Zelensky weist Bericht von Amnesty International zu Kriegstaktik des Landes entschieden zurück. Wahlkampf auf Lampedusa. Matteo Salvini, Vorsitzender der italienischen Rechtspartei Lega Nord, trommelt für verstärkten Grenzschutz. Erhöhte Warnstufe in den Niederlanden. Bei weiterer Trockenheit wird das Wasser rationiert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat einen Bericht von Amnesty International zu angeblichen Völkerrechtsverstößen seiner Streitkräfte kritisiert. Er warf der Menschenrechtsorganisation vor, sie verlagere die Verantwortlichkeit vom Aggressor auf das Opfer. Amnesty hatte zuvor erklärt, die Kriegstaktik der Ukraine, etwa Raketenwerfer in der Nähe von Wohnhäusern zu positionieren, gefährde das Leben der Bürger. Es gibt keine Voraussetzung, nicht einmal hypothetisch, unter der ein russischer Angriff auf die Ukraine gerechtfertigt wäre. Wenn Sie solche manipulativen Berichte veröffentlichen, dann sind Sie mitverantwortlich für den Tod von Menschen. Zelensky erklärte außerdem, Kiew werde auf diverse Staaten in Afrika zugehen und Beziehungen zu ihnen aufbauen, denn es gebe zum Teil einen Überschuss an russischer Propaganda. Vergangene Woche war der russische Außenminister Sergei Lavrov durch mehrere afrikanische Staaten gereist und hatte um Unterstützung für Russland geworben. Zelensky wiederum drängte Brüssel dazu, die Auszahlung von Finanzhilfen an die Ukraine zu beschleunigen. Von 9 Milliarden Euro sei erst 1 Milliarde ausgezahlt worden. Matteo Salvini, Vorsitzender der Rechtspartei Lega Nord und ehemaliger italienischer Innenminister, hat bei einem Wahlkampfauftritt auf der Insel Lampedusa verstärkten Grenzschutz angekündigt. Beim Besuch eines Flüchtlingslagers sagte er: Ich habe Polizisten gesagt, dass dieses Lager innerhalb von wenigen Monaten geschlossen werden könnte, weil es nutzlos ist. Hier sind viele Menschen, die anderes tun könnten. Viel Geld könnte anders eingesetzt werden. Das Steuern der Einwanderung ist möglich, das haben wir gezeigt, als wir mit Lega in der Regierung vertreten waren. Die Insel Lampedusa ist immer wieder Ziel von Menschen, die von Nordafrika aus in die Europäische Union gelangen wollen. Das sind keine hohen Zahlen, wenn wir sie mit der Anzahl der Flüchtlinge vergleichen, die Italien aus der Ukraine aufgenommen hat. In den ersten Monaten des Krieges in der Ukraine kamen zwischen Februar und Juni mehr als 100.000 aus der Ukraine nach Italien. Wenn wir den Menschen eine Bleibe verschaffen können, könnten wir das auch für die Menschen von der Südhalbkugel. In Italien findet am 25. September eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Salvinis Lega Nord hat sich mit Fratelli d'Italia und Forza Italia zu einem Rechtsbündnis unter der Führung von Giorgia Meloni zusammengetan. Die Niederlande haben wegen der Wasserknappheit eine erhöhte Warnstufe verhängt. Einem Krisenstab wurde vorsorglich die Aufgabe übergeben, die Verteilung der Wasserreserven zu regeln, sollte diese Maßnahme notwendig werden. Das könnte bei anhaltender Trockenheit der Fall sein. Das Trinkwasser ist nicht in Gefahr. Das möchte ich betonen. Die Trinkwasserbetriebe stellen Tag und Nacht sicher, dass die Versorgung gewährleistet wird. Aber ich möchte alle aufrufen, sparsam mit Wasser umzugehen. Derzeit sind die Schifffahrt und die Landwirtschaft am stärksten betroffen. Sie können sich vorstellen, dass die Flüsse weniger Wasser führen und Schiffe deshalb weniger Ladung an Bord nehmen können. So etwa auf der Eisel. Der Fluss durchschneidet die Niederlande vom Gelderland bis zum Ketelmeer. Normalerweise wäre der Pegel der Eisel jetzt so hoch, dass wir im Wasser stehen würden. Hinter mir sieht man, dass der Zulauf auf dem Trockenen ist, also können die Pumpen kein Wasser zuführen. Die Landwirtschaft muss bewässern, sonst gibt es Ernteausfälle. In manchen Gegenden der Niederlande ist die Wassernutzung aber selbst im Pflanzenbau eingeschränkt worden. Wir bewässern die Zwiebelsaat. Wir sind darauf angewiesen, dass sie wachsen, um Geld zu verdienen. Aber das ist keine Lösung für die Zukunft. Die Niederlande seien ein Wasserland, sagt der Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft Mark Habers.
Sparen müssten dennoch alle, fordert er. So solle vorerst unter anderem darauf verzichtet werden, das Auto zu waschen, meint Habers. Am zweiten Jahrestag der verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut ist abermals ein Teil eines Getreidespeichers eingestürzt. Bereits am Sonntag war ein Abschnitt des Gebäudes, das bei dem Unglück am 4. August 2020 erheblich beschädigt wurde, in sich zusammengesunken und hatte die Hafenanlagen in eine Staubwolke gehüllt. Viele fordern, das 48 Meter hohe Lager als Mahnmal zu erhalten. In dem Gebäude hatte es zuletzt gebrannt. Feuerwehr und Armee war es nicht gelungen, die Flammen zu löschen. In der libanesischen Hauptstadt kam es am zweiten Jahrestag der Explosionen zu einem Gedenk- und Protestmarsch. Vor zwei Jahren verloren fast 220 Menschen ihr Leben, als im Beiruter Hafen unsachgemäß gelagerte Chemikalien detonierten. Die mächtige Druckwelle sorgte für große Schäden. Dass es so weit kommen konnte, führen im Libanon viele auf politisches Versagen, Korruption und Misswirtschaft zurück. Mehrere Personen wurden anschließend festgenommen, darunter der Betriebsleiter des Hafens. Eine grundlegende Aufklärung fand bisher nicht statt. In Wien sind die Delegationen zu den neuen Gesprächen über das Atomabkommen mit Iran eingetroffen. An den Verhandlungen sind auch Gesandte aus Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien beteiligt. Der Koordinator, EU-Diplomat Enrique Mora, sagte, dass in dieser ersten Runde seit März der zuletzt noch leicht abgeänderte Lösungsentwurf diskutiert werden solle, der seit dem 20. Juli auf dem Tisch liege. Der Tourismus ins All boomt ungebrochen. Das Raketensystem New Shepard brachte jetzt zum sechsten Mal eine Handvoll Reisende in rund 100 Kilometer Höhe. Die Raumkapsel mit 4 Männern und 2 Frauen an Bord landete nach dem Kurztrip sicher im Westen des Bundesstaates Texas. Die Firma Blue Origin hatte zuletzt im Juni ebenfalls 6 Weltraumtouristen ins All befördert. In der Region Bergkarabach im Südkaukasus ist der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder aufgeflammt. Berichten zufolge sind mindestens 2 armenische Separatisten und ein aserbaidschanischer Soldat getötet worden. Beide Seiten beschuldigen sich nun gegenseitig, die seit 2020 geltende Waffenruhe gebrochen zu haben. Nach 2 Jahren Pandemie kann sich die Tourismusbranche in Portugal langsam erholen. Denn diesen Sommer kehren nun die ersten Reisenden in das Land zurück. Dem Sektor fehlen jedoch zwischen 40.000 und 50.000 Arbeitskräfte, um die steigende Nachfrage zu decken. Die portugiesische Regierung will diese freien Stellen jetzt neu besetzen. Es wurden Protokolle erstellt, die es Unternehmen erlauben, Personal aus anderen portugiesischsprachigen Ländern einzustellen. Die portugiesischsprachigen Länder Afrikas sind ein attraktiver Markt für die Tourismusbranche. In der Region Algarve wird im September eine Auslastung von über 90% erwartet. Daher haben Unternehmen vor Ort angefangen, auf dem afrikanischen Markt anzuwerben. Auf den Kapverden könnte das jedoch zu Problemen führen, denn ein Viertel des BIPs der Inselgruppe beruht auf dem Tourismussektor. Auch die portugiesischen Gewerkschaften sind mit dieser Lösung unzufrieden. Es wird argumentiert, dass der Mangel an Arbeitskräften nicht durch niedrigere Löhne ersetzt werden kann und stattdessen werden bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Portugal gilt als einer der europäischen Staaten, der am stärksten vom Tourismus abhängig ist, um Wohlstand zu schaffen. Im Jahr 2019, vor der Pandemie, trug der Sektor zu mehr als 15% des nationalen BIPs bei. Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner ist von einem Gericht in Chimki bei Moskau zu 9,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im Gepäck der US-Amerikanerin wurde im Februar an einem Moskauer Flughafen ein 0,5 Gramm Cannabisöl entdeckt. Das Gericht befand sie des Drogenbesitzes und des Schmuggels einer erheblichen Menge an Drogen für schuldig. In ihrem Schlussplädoyer sagte Griner: Ich habe einen ehrlichen Fehler gemacht und hoffe, dass Ihr Urteil mein Leben hier nicht beendet. Mit dem Urteil blieb das Gericht knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die die Höchststrafe von 10 Jahren Haft gefordert hatte. Zusätzlich muss Griner umgerechnet 16.000 Euro Geldstrafe zahlen. Seit 2015 spielte die Doppelweltmeisterin beim russischen Spitzenclub UMMC Jekaterinburg.